Moin Moin, ihr geilen Schnittchen, herzlich willkommen. Wunderschönen guten Tag zusammen. Moin Moin, ihr geilen Schnittchen, herzlich willkommen. Was geht ab, ihr geilen Schnittchen, willkommen zurück. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen. Moin Moin, ihr geilen Schnittchen, herzlich willkommen. Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen. Was geht ab, ihr geilen Schnittchen, willkommen zurück. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Moin Moin, ihr geilen Schnittchen, herzlich willkommen. Moin Moin, ihr Schnittchen, willkommen zu Krankenhaus-TV. Ladies and Gentlemen, hallo. Hallo und herzlich willkommen hier bei Sackboard Hitler in Real Life. Moin Moin, ihr geilen Schnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge TDT. Wer ist denn das? Ja, genau, bleib mal da. Oh nein, da ist auch ein Verdammt. Ich hasse dich. Überall Fässer. Wen genau hast du? Was heißt denn, ich hasse dich? Ich glaube, Ram ist gestorben. Es ist ein bisschen lustig. Der erste, weiß, der gelacht nicht, hat, war Christian. Ja. Wer war denn der Übeltäter, wenn du das gesehen hast? Ey, das ist verboten. Was geht ab, ihr geilen Schnittchen? Heute am 16. Januar 2018 ist es soweit. Wir haben Stand 15:31 Uhr, ja, dauert ein bisschen, bis das Video hochgeladen wird natürlich. 2.133.735 Aufrufe, die auf unserer Kanalseite angezeigt werden. Schade. Zu viel. Ja, leider haben wir, jetzt haben wir mal krass viel und dafür ein dickes, feckes, dickes, ja, fettes. Dickes, feckes, Junge. Dankeschön. Ein dickes Fick dich. Dankeschön. Dickes. Fickt euch alle danke, da draußen. Aber. Bomb. Gott, du bist jetzt eine Bombe entschärft oder so eine Scheiße wahrscheinlich. Guck mal, was passiert. Ja. Heilige Scheiße. Die Scheiße da weg. Oh. Okay. Install Toggle Switches. Okay. Was steht da? Install Toggle Switches in Position 2A. Nice to meet you erstmal. Achso, der erste muss ja sein. Oh. Rahmen. Hallo, ist der andere. Warum? Du bist der andere, Sepp. Wenn du jetzt nochmal schießt, knall ich dich ab. Ja, hast du nicht auf mich geschossen? Wer hat denn dann? Dann ist Christian. Also bist du der andere? Wer ist denn? Der hat mich angeballert. Der ich glaub, Sepp ist es. Sepp ist auf jeden Fall. Sepp hat weniger. Das wurde ich auch. Ja, ich wurde halt abgeballert schon. Ja, wurde ich jetzt. Dalu hat einen Bram weggemacht. Ja. Was ist denn? Das ist jetzt die Beweislage. Ja, Christian. Der Jay hat eine Taube. Ja. Jay hat eine Taube. Oh shit. Es ist Christian. Obwohl Jay eine Taube hat. Nein, oh Mann. Warum schießt du mich, du Ficker? Was ist eine Taube? Alter, ich hab doch den Traitor gekillt, du Vollidiot. Aber dann läuft das mal nicht mit einer Taube rum. Ich mag keine Taube. Die ganze Runde ist verloren. Taube ist voll low. Wenn du damit einen töten willst, gib es das. Nein, es war irgendeiner Christian machen. Ich kann nicht mehr. Warum denn mich mal? Wollt ihr mich verarschen? Du bist doch der Traitor. Oh Mist. Hey! Boah, für Jay! Fick dich, Bramen! Boah, für Jay! Boah, für Jay! Nur für mich! Nur für mich! Mein eigenes Tor! Ich hätte von sagen sollen. Von Jay. Komm! Nein! Oh, ganz allein. Wir haben gar keine Dinge mehr. Asep, Junge! Asep, Asep, Befreiungsschlag! Ruhe, Junge! Du Apfel. Oh, Scheiße. Oh, nein! Rammen! Rammen, du Luke! Mann, was machst du denn? Ich lach so hart, dass er nicht abwehren kann. Toffenpeter! Was ist das denn, ey? Toffenpeter, Junge, genau! Rammen, ey! Toffenpeter! Er steht da. Toffenpeter! Rammen ist komplett out of the game, Junge. Jetzt können wir die Punkte machen, dann ist die Chance. Okay, also... Wir sind zwischen Kinder und Sahne. Und wenn man schon Kinder schlägt, ja, und ich, also die Antwort haben vielleicht unsere Zuschauer gegeben. Ich weiß, die sind sehr männlich verteilt. Und vielleicht, ja, es ist nicht meine Meinung, aber vielleicht schlägt man auch. Fuck! Das wäre auch meine Antwort gewesen, tatsächlich. Weil wenn Kinder schon dabei Frauen. Sind, ne? Ja. Ja, wenn Kinder schon dabei sind, also komm, Kinder schlägt man auch nicht. Das ist genauso eine Straftat oder sowas. Frauen ist... Dabei!
ihr habt ja! Frauen sind natürlich dabei! Natürlich schlägt man Frauen! Was stimmt denn mit euch? His name is John Peter, das würde ich gerne sehen. Ja, aber die Bitch habe ich da schon richtig geil weggeknallt. Hast du eigentlich einen Penis drauf? Das weiß ich auch nicht, aber man könnte jetzt assoziieren. Warte, ich überlege mal kurz, das ist das Bild, was du gemalt hast, ja? Ja. Das ist das, was ich gemalt habe. Das ist Texas Chainsaw Massacre. Der hat eine Kettensäge da rechts, oder? Oder was soll das sein? Nee, nicht ganz. Wieso hat der links ein Schild? Ja, Schild. Das ist ein Eichhörnchen und hat eine Nuss in der Hand. Ja, genau so, Christian, genau so. Warum hat hier rechts ein Schild? Wir haben noch eine Minute für zwei Tore, Jungs. Jetzt selbst das! Ja! Alter, Kühlstück! Ja. Alter! Hier passiert Dinge. Scheiße! Jetzt du mich voll verarscht! Scheiße! Was ist dein? Alter! Ey, Torschüsse! Easy Doppelparade, ganz easy. Ich bin ein blauer Block, ja. Aber ich bin grün. Hey, da ist schon wieder! Ich bin... Hat Gronkh eigentlich eine Farbe? Hat Gronkh blau? Oh shit. Der ist weiß. Weiß ich nicht. Der ist weiß. Denn wir haben hier den unglaublichen Gummiball! Ach krass, das ist nur aus Blut in der Gummiball, Junge! Was stimmt nicht mit denen? Ich bin gerade in so eine Chance gefallen. Was stimmt nicht mit dir, ist die Frage, Peter? Ich bin gerade leicht weggegangen. Das war ein leichter, das um den scheiß normalen Gummiball gepackt, oder? Ich schwimm nicht. Keine Luft. Wow. Okay, dann darf ich jetzt überlegen, ich werde nicht drauf kommen weiter. Christian, du darfst einen Konsonant hier entscheiden. Ich entscheide mir das N. Ja, alles klar. Was? Dann ist leider nicht dabei das N. Oh, wow. Weil das schon draußen ist, wirklich am Ende Programm ist. Ja, komm, dann nehme ich auch das S. N. Was stimmt denn nicht mit euch? No, schade. Ist aber nett, dass ihr mir die Leiche vor der Nase droppt. Okay, Peter, wir gehen mal kurz spazieren, ne? Doch. Boah, Alter. So viel Dummer. Das kann ja auch nichts werden. Das Ding hat kein Model. Geht's weg?
Ich kann doch nicht dein Scheiß ernst hier. Leiche von Peter ist echt gerade abgehauen. Das ist jetzt eher schlicht. Ich weiß nicht. Peter! Was soll ich denn jetzt machen? Nee. Wird noch nicht mehr klappen heute. Was ist denn da? Jawohl! Junge, Junge, Junge! Das kann nicht wahr sein! Okay, pass auf, der ist oben ist drauf. Wir sehen uns dann. Moment, das ist alles? Das ist, was meine Großmutter immer zu sagen pflegte. Bezahl den Mann mit der Shotgun. Ich hab Schmerzen! Oh, du hast Schmerzen! Okay, man kann ihn nicht komplett töten. Das ist dein Auto hier, ne? Reit mal nach A, da ist der Mörser. Ja, reit mal nach A, da hinten ist der Mörser. Alles klar. Oh, ich bin tot. Oh, oh, links, links! Alter, die sind ja überall. Ich bin tot, Medic! Direkt geil. Vor mir! Medic! 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 Ich muss rülpsen! Okay. Okay, ab nach D. Okay. Medic! 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 Oh oh. Gas! 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 Drück T! Oh, ja. Ich rette euch! Ich rette euch! Nein, da ist Gas! Oh, danke schön! Du willst Gas! Oh nee, Kampfgebiet! Stirb hier! Gas. Ich habe früher mal Blumen gegessen. Bekannt geworden ist er als Gründer von PayPal. Jetzt leitet er ein privates Raumfahrtunternehmen, mit dem er sogar schon ein Auto ins All geschossen hat. Der Name des Unternehmens lautet SpaceX. Und welche Farbe hat das Auto, das durchs All schwebt? Christian. Rot. Das ist absolut korrekt. Alter. Keine Ahnung. Damit ist Gleichstand. Krak. Kacke. Nein. Lass den Kraken frei. Krake. Tja, mit einer falschen Antwort. Deine Zeit läuft. Okay, 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 okay. Das ist Terra Morpheus. Der Unbesiegbare. Keine Ahnung. Wie wird das geschrieben? Also Terra, wie die Erde, ja? Ja. T-E-R-R-A M-O-R T-H O-U-S Morpheus, wie der Typ aus Matrix, ja? Was hast du gerade am Ende gesagt? O-U-S? E-U-S? O-U-S? Jetzt hast du 5 verschiedene Sachen gesagt. Na, was wirklich hingekriegt? Terra Morpheus! Ja, so unter seinen 5 Antworten war unter anderem O-U-S, was tatsächlich richtig war im Gegensatz zu Eus. Aber ja, genau, du hast ja Terra Morpheus gesagt. Ich glaube, der in Matrix wird auch mit E-U geschrieben, aber genau. Bevor hier nachher die große Diskussion losgeht. Und dann das erste, was du gesagt hast, war O-U. Und deswegen. Das hat aber nicht echt gemacht. Auch nach einer Runde. Ich war auch bei Terra Moa. Weil. Das war schon ein Fehler. Möchtest du mir die geben? Boah. Alles gut? Alles okay, ich hab dir nur gerade kurz ein Horn an die Zähne getan. Alter Junge, ich bin gerade fast gekotzt. Ich hab 3-mal getroffen. Was war's denn? Verrottenes Ei, der Hund. Freu mich nicht. Krieg ich runter, leck mich am Arsch. Nimmst du das hier rein? Oh. Alter. Ja, sind nur die ersten 150 bisher, das ist echt voll nett noch. Ja. Als Snobilikat war. Nein! Ich hab. Ich hab nicht mal die Hand an der Maus gehabt. Ich möchte mal ganz kurz sagen, wie unfassbar easy das für mich war, hier wieder als Erster zu drücken, weil die anderen beiden einfach keine Reflexe haben, ja? Möchte ich ja mal gesagt haben. Nein! Und Arctos hat keine 4 Beine, weil der hat nämlich 2 Flügel. Auenland! Voigtlied!
So. Das ist ärgerlich. Ja. Der ist ein Vogel, ne? Durch die Welt. Oh shit! Das Scheiße, jetzt geh doch mal wieder auf deine Reihe. Problem! Sepp, was machst du da für komischen Scheiß eigentlich? Ich versuche mich wieder aufzuhalten. Das wird nächste Woche noch viel schlimmer werden, Leute. Ja, wird es auch. Wir müssen alle auf den Boden stampfen. Ja, ohne Witz. Wir müssen halt einfach wie Hannover machen. Einfach die Ultras wegschnipsen. In die Top-Comments unter jedem Video ist, wenn die Chris-Ultras nicht süß kommen. Wir sollten nicht mehr über die Chris-Ultras reden. Das stimmt. Keine Plattform für die Chris-Ultras. Ja, so sieht's. Hashtag. Keine Plattform für genau, die Chris-Ultras. Keine kostenlose Werbung für die Chris-Ultras mehr hier. Keine Plattform für die Chris-Ultras. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben den Kanal erfolgreich übernommen. Die anderen sind nicht mehr da. Die habe ich in den Urlaub geschickt, ja. Kommen wir nochmal kurz zu den Regeln. Ihr verliert kein Wort über die Chris-Ultras, ladet aber jeden ein. Wenn jemand Halt, Stopp ruft, heißt der Andreas. Kommentiert wird überall. Es gibt keine Restriktionen. Nur ein Kommentar pro Video. Reicht vollkommen. Wir sind viele. Keine Hemden, keine Schuhe. Kommentare sind so lang, wie sie sein müssen. Und wer neu ist, der muss kommentieren. Und die anderen Regeln natürlich einhalten. Eine Sache noch. Was man immer braucht, ist das. Es löst alle Probleme. Macht es. Ich warte hier darauf, dass es losgeht. Wir Qualifying. Lad noch. Wie, du lädst noch? Was? Ich lad noch. Das müssen wir bitte warten. Ja, aber wir fahren schon. Ja, was kann ich denn dafür, Peter? Lasse, auch wenn du deine Position verteidigst, Platz für andere Autos in den Kurven. Nö, warum? Das macht Jay auch nicht. Wie steht das denn? Lad noch, wa? Ja. Ja, nice. Und hast du eigentlich immer noch da laden stehen, Bram? Ja. Also, ich lade jetzt wieder, Bram. Ich lade auch. So, ich suche jetzt mal nach den wichtigen Dingen im Internet. Synonyme für Titten. Babytränke, Dudeln, Euter, Milchtheke, Milchtüte, Milchwälter, Milchwerke. Ich will sagen, das viel lebt bei mir. Ich weiß nicht genau, was ich getan habe. Mopsbälle, Ömmel, Vagina. Mensch! AJ, kannst du dich doch dran erinnern, bei Stadt, Land, Fluss, wenn du keine Punkte bekommen hast, war Analoberhaupt. Nee! Nee! Das ist nicht dein Ernst, dass es Analoberhaupt gibt. Ist das allererste, ist Analoberhaupt. Ich möchte Punkte nachträglich zugerechnet bekommen. Dann gibt's doch den aufgeplatzten Igel. Alter, what the shit? Job haben. Ich will sie demütigen! Wir machen das, Peter! Für Ehre! Für deine Nicht umdrehen! Ehre. Oh. Doch! Guck mal! Und jetzt sind die nämlich out of control! Hoch, Bram! Ja, da wird schon wieder geflogen! Niemals! Niemals! Das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Eine Attacke, Peter Sachs! Was denn? Das gibt's nicht! Was ist da falsch? Verarscht! Das kann doch nicht wahr sein! Bram, ja, mach doch sowas von Abgang jetzt. Was machen wir jetzt? Nee. Tau! Kann man hier auch durchschießen? Ja, da war easy durch, ey, Assi. Hier kannst du auch durchschießen, ja. Als ob. Da. Ja, eigentlich schießen die halt, wenn du. Schieß mir in den Fuß. Okay. Da ist doch irgendwas passiert, oder? Da ist doch einer gestorben, oder? Jay, lebst du noch? Irgendwas. Okay, so alle. Da gibt er mir einen Elfmeter. Schieß mir in den Fuß. Der Dalu lacht, ey. Du kannst mal so rocken, wenn du mit mir Trader bist. Da sagt keiner, schieß mir in den Kopf. Ja. Fuß hat Jay gesagt. Fuß hat der gesagt. Das hab ich aber falsch verstanden. Ja, oh, das wäre gut, wenn du abstürzt. Ja, was war da denn los? Ja, Nüsse ist ein tolles Diskussionsthema zwischen drei Männern. Wer hat die dicksten Nüsse von uns? Weiß ich nicht. Also Bram auf jeden Fall. Gibt's denn Menschen, die wirklich so richtig dicke Klöten haben? Weißt du, kannst einen doppelt so langen Pimmel haben, aber kannst auch einen doppelt so langen Hoden haben. Ja, safe. Weißt du warum? Damals, als ich meine 18er-Untersuchung gemacht habe, hast du die auch gemacht damals, Jay? Ich kann nicht. Nein.
Das gibt's beim Arzt ganz offiziell und dann werden so ein paar Punkte abgearbeitet und durchgecheckt. Du gehst dann da hin und dann prüft er halt über die Checkliste so deine körperliche Fitness. Packt dir da einen Sack und dann musst du sagen, hier genau. Einmal atmen bitte. Genau, das macht er. Aber was er auch sexy macht, und das fand ich sehr interessant, der Misty, genau. Der hat dann so eine Vorlage, wie so eine Schablone. Und misst dann deine Klöten. Da hat er so kleine Eier, also das ist so wie so ein Schlüsselbund. Und dann sind da ganz viele Ostereier quasi dran an diesem Schlüsselbund. Die vergleicht er dann mit deinen. Und dann guckt er so, und fühlt dann an deinem so und... Weiß sicher nicht, was das für eine Untersuchung war. In Kevlar beim Doktor, wie hieß der nochmal? Der war schwarz. Ah, ja. Der war schwarz. Dr. Ugundare, der Noel, der kennt sich aus. Ja, genau so hieß der. Der war cool, der war das schwarz. Das ist komisch, wenn es ein einziger... Dr. Ogundare? Ja. Als ob der Dr. Ogundare heißt, der dir die Eier vermessen hat. Willst doch! Verarschen? Wenn du eine auch ganz besondere Eiergröße hattest und die ganz groß waren, hat er sich auch ein neues Metallei an seinen Schlüsselbund gepackt. War letztens erst in einem. Da habe ich Lammragout so dazu bekommen. Alter, wäre schlecht. Kurz ich habe dir gesagt, ich habe gerochen, das ist bestimmt Hundefutter. Meinst du? Ja, du fängst ja erst an. Warte mal, was sind denn hier für Stück? Was ist das? Lass mal nur Futter. Dass du überhaupt noch ein zweites Gabelchen nimmst, ist Alter, faszinierend. Ja, weil wir wissen, was da drin ist, weil das ist so... Ach, boah. Ich hab da sind so Körner drin oder sowas. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Möchtest du nach Hause. Das ist irgendein Tierfutter. Ich hätte auch gerne eine neue Gabel. Oh Leute, Christian hat mich richtig weggebettelt. In der Mitte, Jay. Jawohl. Entweder alle 3 Minuten niesen müssen oder permanent das Gefühl haben, niesen zu müssen. Oh Gott. Okay. Dann eins. Ich glaube, das ist halt wirklich schlimmer, wenn du die ganze Zeit so... Vor allen Dingen ist das Gefühl, wenn du tatsächlich niest, ist eigentlich geil. Ja. Niesen ist eigentlich mega sexuell. Ja, aber nur nicht dauerhaft, Peter. Das alle 3 Minuten. Aber das ist wie so ein kleiner Mini-Orgasmus immer. Oh Gott. Alter, was geht bei dir bitte ab, wenn du niest? Alter, was gibt's da schnell auf diese... Geil, ich stimme ja zu, weil das andere ist, glaube ich, einfach noch krasser. Auf jeden Fall habe ich eine Sache vom letzten Mal gelernt. Jeder ist da so ein bisschen Edepetede. Also wir haben schon in einem Bett geschlafen, irgendwie aus Flaschen getrunken. Mit irgendwem habe ich mich auch schon mal geküsst. Deswegen habe ich mir gedacht, meine Keime. So. Wird Peter nie erfahren, es sei denn, er guckt dieses Video. Warum starte ich denn immer rechts davon? Mann, Peter, ey! Hey Jay, was soll das denn? Das war Peters Schuld! Da habe ich nichts mit zu tun, ich habe extra gewartet. Hörst du diesen dreckigen Lachen von dem Huren Smith? Alter, das ist so unfair! Ich spawn immer Peter, schief zu den Afrika. Reifen und ihr immer gerade! Boah, das ist ja diese Lamekrücke, das ist doch nicht kann so. Doch nicht sein! Ja, du bist so ein Idiot, du stehst in meinem Weg! Ich komm nicht weiter! Oh, wollt ihr mich verarschen, ey? Mann! Danke! Boah, Alter! Oh, jetzt bin ich auch schrecklich! Boah, da ist schon wieder jetzt einer da im Weg! Ich kotze hart ab, ey. Wir spielen das Spiel halt zu viert, ey. Willst du ich krasse aus, ey. Ich bin mega tiltet hier gerade. Boah, guck mal, wie der... Nee, Bram, so nicht. Nee! Dann hast du angefangen. Nein! Ey, ihr Fixer! Boah, ja. So ein Arschloch-Stachelhaus, wa? Dich hole ich jetzt. Du hast angefangen. Dich bin geendet. Dich fick ich jetzt von der Map weg, Alter. Still alive. Mach mal Plaps da. Mann, Idiot! Alter, diese Fliege geht mir gerade so hart auf den Sack. Ja, dann iss sie doch einfach. So, es geht weiter. Nein, ich kann sie nicht essen. Ist so in der Zunge, weißt du? Das ist der 6. Punkt für Christian. Stamm, Holz, Galgen. Galgenmännchen. Seil, Galgenseil, am Galgen Seil. Also es ist ein Galgen. Galgenmännchen, Galgen. Was soll denn das sein? Ein Strick, würde ich sagen. Danke! Ein Ach, Strick? Das soll ein Strick ja, sein. Ja, so stimmt natürlich! Den Strick meint man ja komplett anders! Ich
Vollidiot! Ich hab das einfach nicht erkannt, was du mal gemalt hast da unten. Wie kann ich denn nicht einen Strick richtig malen? Ich hab ein Seil gemalt. Ich bin so ein Spasti, ey. Parkettboden habe ich erst gar nicht angefangen mit dir. Die auch so sind da hingelegt. Ich glaub, Sepp, weil ich mit Schlüger bin. Ich hab so Zuckung im Finger gerade. Danu! Ich würde gerne checken. Peter, du Penner, ich bin auch wieder da! Peter ist Schakal! Oh, er ist in der Mitte Danu des Tours! Danu ist Traitor! Okay, Dalu und Peter. Wer sind denn die Böse jetzt eigentlich? Dalu und Chris? Du bist der Böse, ey. Nee, ich bin nur Jakal, das ist doch was Nettes. Du musst alle töten, ja? Oh Gott! Die Scheibe! Okay. Peter. Peter. Ja, das ist mein Statement. Ja, Fabio. Das ist so lächerlich, diese jetzt haben sie beide rot von uns gerissen. Das ist so lächerlich, Jay, Mann. Umschreiten. Ist ja, und ich was ist denn bei dir los? Oh nein! Nee. Oh Gott! Nee. Okay, nee. Ja! Ja, Zweiter! Ich bin Dritter! Ich war vor dir! Nee, warst du nicht! Ich bin. Nee. Ich hab dich! Nee. Ich hab dich nein. blockiert! Du bist hinter nein. mir draufgefahren! Du hast mich durchs Ziel geschubst! Das nein, nicht bei Bram. Ich nein, habe keine ich bin, Lust mehr. Ich bin rechts an dir vorbeigefahren, hab dich nach links keine weggedrückt. Keine Lust mehr. Ich habe auch keine Lust mehr. Meine Cartridge ist gleich... Irrer hier rumrollt. Meine Cartridge ist oxidiert, mein Spiel funktioniert nicht mehr. Ich hab dich nach links weggedrückt. Die Community hat entschieden. Du, Geschöpf Gottes, bist ab jetzt Fleek Speed. Okay, erklären Sie folgende Begriffe, dabei ersetzen Sie alle Selbstlaute mit I. Was? Zeit läuft ab jetzt. Iki. Kibel. Bitteri. Hint. Und? Hint. Hand. In. Fissen. Batterie, Hand, in. Fassen, anfassen. Wie kimst die? Din. Wenn die. Wenn die. Nee. Die. Was? Was kann man denn noch mit die machen außer dem I? Ich. Die. Ja. Du. Ja. Die Batterie. In. Fist. Anfasst. Was? Stromstoß. Stromstoß. Ach, Stromstoß, natürlich. Ja. Stromschlag ja. wäre dann falsch gewesen. Da, diese, wo du mit dem Finger drauf drückst, da diese Teile. Eins, fünf. Alter, bin ich hier im Möhrenhaus oder was? Nee! Oh mein okay. Gott! Aber. Das reicht aber für den Gelben. Das reicht aber für den Gelben. Fuck, ey. Oh, da wollte ich gerade einen Spruch drücken, Jay. Du hast auf jeden Fall deine ganze Klasse bewiesen. Aus 4 möglichen hast du einen geschafft. Aber ja. Wieder ein geskillter Wurf von Sebastian Lenzen. Jay ist wirklich so ein Arschloch. Nein! Ja. Dann bleibt ihr da hin. Ladies and Gentlemen. Nein. Sebastian Lenzen. Eine Clusterbomb? Nice. Alter, die trifft dich doch auch. Boom! Der in seiner Höhle, ey. In Neandertaler. Ihr beiden seid so bescheuert. Bist so. Echt ein bisschen. Ja. Bist du ein bisschen, ja. War schon. Also, Alter, wenn du selbst den Sieg gönnst, ne? Schenkst. Oh! Oh. Nein! Du bist so ein Lutscher, Christian Starre aus! Du bist so schlecht, das ist unglaublich, ey! Okay, jetzt versuchen wir mal so schnell wie möglich hier durchzuballern, Junge. Komm, einsteigen jetzt hier, ihr Fotzen! Wer versperrt hier die Tür? So stelle ich mir meinen Busfahrer vor. Tür auf, komm einsteigen jetzt hier von. Boah, wird richtig knapp auf dem letzten Meter da bei denen. Oh, Kacke. Nee, da kann ich mal sein. Peter. Na, bin ich vor Bram? Nein. Du Loser. Alter, dieser der Model-Typ, ja, hat mich Brand, so ey. Hart gefickt in der Röhre, ey. Geil. Okay, der Raum ist clear. Also zumindest solange keine Türen offen sind. Links sind die beiden Klos. Peter geht alleine in den Raum.
Ich hab nur den Raum kurz. Das ist ja doch nicht alleine! Das ist der. Seid beide so Fixer. Ich hab ihn getasert nur. Alles ist gut, ich hab ihn nur getasert. Leute, ich hol euch jetzt gleich. Ich hol euch. Lass 10 Meter laufen. Und dann schießt du auf den. Ah, ja, schon da! Was ist das denn für ein Schrei gewesen, Alter? Ja, ich hatte euch fast! Pete's Meat Productions proudly presents Töne statt Gestöhne. Nach den erfolgreichen Hits Braminös und Snob Lives Matter wird Musik nun auf ein ganz neues Level gehoben. Nachwuchskünstler wie der einzigartige Chris versüßen nun jedes neue Video mit den besten Covern der Neuzeit. Bau dir ein Haus. Bram, diesmal war nicht so schlimm. Easy. Ich verliere Blut! Medic! Die Wände sind aus. Aber was ist denn hier los, Mensch? Die Fenster aus Aspik. Auch Sexy Jay bereitet uns mit seiner wohltuenden Stimme ein wahres Fest der Musik. Das nächste Spiel, boah, keine Ahnung, Tipp brauche ich natürlich. Warum hast du nichts Rollenspiel. Guck dir Rollenspiel. Den Dieter an. Moment, bei Mass Effect 3 hast du nicht Rollenspiel genommen, sondern das ist ja der dritte Teil von etwas. Jetzt nimmst du mal. Warum dann springst du nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? Der das war schade. Fick mich hart in den Arsch anstellung, wenn du ihn darum bittest. Junge! Und wie du hieß wieder aussiehst, die Piercing in der Nase und ständig dieser Lärm. Schalten Sie jetzt bei Pete's Meat ein, um ein Teil dieses einzigartigen Erlebnisses zu werden. Da ist Sebastian Lenzen. Mal gucken, Glück. Ob er es einfacher schafft, ein Auto zusammen. Bist du bereit, Sebastian? Ja, ich bin bereit. Hey, hier sind so richtig schön lang. Ja! 30. Okay. Oh, Alter, worauf schießt du denn? Ja, war ein schneller Wagen, jetzt Mann! Jetzt ist hier Karambolage an! Das war Christian. Der war ein super schneller Wagen! Mann, warum? Ich bin dran. Ich hätte gerne Geld. Was? Ich hätte gerne Geld, ne, Bram, du? Okay. Viel wichtiger als Geld ist Sex. Gerne Sex. Nope. Oh, das ist einfach keine Punkte. Ich krieg auch also keine ich Punkte bin ja bei solchen Formulierungen, bin ich vorhin schon drauf gekommen, das ist ja eigentlich so ein Sprachending, oder? Spanisch. Was? Ich hätte gerne Spanisch. Also so, ja? Ja, so von wegen, du googelst, ich hätte gerne und dann. Wenn das jetzt Spanisch da ankommt, stehe ich auf und gehe für ja, komm, Folge. Mach mal. Okay, ich gehe jetzt. Ich glaube aber, dass das erste ist Freunde jetzt. LOL! Tom Antwort! Boom! Geil! Also google ich nämlich dann auch, zum Beispiel das auf Türkisch habe ich gerade das Türkische eingegeben und dann Deutsch dahinter. Noch da? Ja, ja. Oh Gott! Oh, 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 oh. Ah! Oh, 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 oh. Wenn du neben der Minimap dieses Ausrufezeichen Symbol hast. Ich wollte hier nur winken! Was soll das? Ich wollte hier winken! Das ist alles gut! Alles ey, cool! Peter hat einen Unfall gebaut! Peter hat einen Unfall gebaut! Alles zwischen Peter und Jay. Nee, Bram ist auch noch da. Schon, bitte, ich muss da hoch. Er weiß noch nicht, wo. Er will halt einen, der wahrscheinlich einen gerne der Plateaus haben, wenn einer der Würmer. Okay, pass auf, ich hab eine richtig gute Idee. Was ist denn für eine richtig gute Idee? Warum nicht? Ja, es ist der Kamikaze-Dude! Nein! Nein! No way! Wie viel waren das? Ja, nice. Alter, das ist der beste Play ever in fucking Worms gewesen. Hey, wieso wurde ich denn jetzt so weit zurückgeschoben und Chris Bram nicht? Ach komm, Chris, der wurde bei mir auch abgeschoben. Ja, warte, ach komm, der wird abgeschoben hier, weil Elefantismus ist ja hier. Christian wurde abgeschoben. Nach Afrika mit dir. Peter ist der andere. Nein. Ja, genau. Kommt, um mich zu holen, ey. Peter! Okay, Peter muss der andere sein, wa? Oh Gott,
Bram hat einfach auf mich geschossen und ich habe ihn getötet, möchte ich mal kurz sagen. Da kommst du mal an! Okay, das war lustig. Mit 29-3-12 verlieren, ey. Die fühlen sich so beschissen jetzt, ey. 29-3-12! Peter! Ich habe als Kopfheldjäger endlich die goldene Diege vernünftig benutzt, um Jay ins Maul zu schießen. Das war schön. Und zwar das Wichtigste ist der Handjob. Mal, hattest du denn schon mal so viele Leute? Wenn ihr 5 gewesen wärt heute, dann wärt ihr die meisten gewesen. Allerdings 4 ja. Hatte ich schon mal. Okay, alles klar. Ja dann, viel Erfolg. Ich freue mich auf euch später. Oh lol, hat er mich am Kopf hier getroffen. Ja, das war schön. Das war eine harte Rasur. Aber harte Rasur. Tja, rasieren okay. Muss ich mich auch mal wieder. Ich wünsche euch was. Haut rein. Bitte lasst eine Bewertung da. Ciao. Oh, rasieren muss ich mich auch mal wieder. Es wird empfohlen, dass der Nutzer über die galaktische Karte auf die Hyperantriebssysteme zugreift. Dafür brauchen wir chromatisches Metall. Das haben wir, glaube ich, schon mal gemacht. Na, jetzt müssen sie den ganzen Shit wieder hier aufbauen, oder was? Ja. Ah, okay. Alternativroute wird berechnet. Aber jetzt kommt natürlich wieder die Problematik. Jetzt ist Christian wieder weg. 10 Runden, Jungs, ey. Oh nein, ich schalte bei den Kurven aber auch immer extrem früh, ey. So, kommt her, ihr fiesen Traitor und Jakale. Ey, wenn du Jakal bist, ne? Lass uns irgendwo treffen. Also, ja, ich rede mit dir, Jakal. Und dann machst du mir auch Peter, komm her. Komm her, Peter. Okay, wo bist du? Am Fluss. Okay. Innozent. Ja, du musst stehen bleiben. Nee, du musst erstmal eine Pistole ausrüsten, bevor ich stehen bleibe. Das als Traitor dürfen wir die nicht legen. Nein, nur als Traitor darfst du die legen. Ach, das ist jetzt dumm gelaufen. Guck mal, du kannst jetzt wieder oben schön schwingen. Du hast schon mal richtig viel Damage gemacht mit dem Schwinger. Alter, du nimmst alle 3 Würmer da unten mit. 15 Sekunden noch, Peter. Wenn du Glück hast, sogar 4. Oh, das fast noch. Wer ist denn der 4. Oh ja, mit Ender. Er selbst? Oh, das ist ein Witz. Das ist ja wohl echt falsche scheiße. Richtung. Oh, fuck. Ja, okay, aber alle 3 noch mitgenommen. Christian, war das der 4, den du meintest? Ja. Ups. Ja, war ich richtig. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda. Ah, Gott, ist behindert. Also wirklich, ich kann Schaf nicht leiden. Ich mag Ziegen, Oliver. Jetzt bin ich auch noch diesen Scheißwein Stefan nicht. So macht man Witze. Ich hab's mir mal besorgt und ich hatte damals schon so Bänder, glaube ich, zum Festmachen an meinen Armen und Füßen. Und das müssten die Schnüre sein zum Verbinden. Cool. Jo, das sieht aus wie man. Das kriege ich dann wahrscheinlich vors Gesicht. Das sind so Herzen und so ein Quatsch. Ich mache das einfach immer selber. Das ist wahrscheinlich für die Kopfstütz, also für die Kopfbänder, die man um den Kopf dann drum macht. Am Ende des Ganzen steht dann natürlich eine Folge, wie ich mit dem Ding dann auch wirklich spiele. Also Spiele, mehr oder weniger. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, was das Ding denn kann. Aber das wird schon. Jetzt kommen hier die Striemen, die Peitschen. Oh, Sammy, was? Oh, ist das was für dich? Das ist einfach toll, toll dekorativ. Es gehört irgendwie mit zur Kindheit dazu. Zumindest zu meiner. Und ich finde es einfach toll. Das macht Spaß. Und das waren echt ein paar schöne, entspannte Weihnachtstage. Habe ich mit meiner Schwester gebaut. Mittlerweile können wir das auch viel besser als früher, wo wir uns nur gekabbelt haben. Da kommt überall so ein schwarzes Ding rein. Okay. Unserem anderen Joy-Con, der kommt dann nämlich einfach hinten in den Reih. Ja, das schieben wir jetzt ganz langsam und leicht hinein. Das rote, gute Stück. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Adventure Map mit dem Jay, dem Bram und mir, dem Peter. Willst du gerade zu einem H ansetzen? Nee, ich wollte erst mich nennen, bevor ich euch nenne. Willst du zu einem PH ansetzen? Ja, Peter.
Väter. Überhaupt nicht lustig eigentlich. Doch, aber Alter, Väterkäse. Was ist denn hier los, Junge? Ja. Bring doch rechts ab, du Arschgeburt, ey. Boah, ist das der ein Wichser. Der MLG Furzikus, ey. Ich schwör bei Gott, ey. Der hört sich an wie Nebelnick, die Arschgeburt. Alter, was geht denn hier ab? Boah, jetzt mal. Das ist der Bravo. Alter, ey. Boah. Jetzt du Fickfresse, Alter. Guck mal, das ist Bram, der Lutscher. Christian hat da zwei Würmer da oben. Das ist irgendwie nicht opti. Das ist eine Abkürzung für optimal. So macht man mit. Wo könnte es Peter helfen? Puh, da habe ich die Haltung aber ziemlich durcheinander gewürfelt. Stichwort Würfel. Wie viele Augen zeigt ein Würfel an? Also hat er insgesamt, Entschuldigung. Jay. 17. Das ist leider nicht korrekt. Ich möchte gerne 21 sagen. Das ist korrekt. Dankeschön. Boah. 3 Punkte Differenz. Hä? Noch. Komm, alles auf den Moment, Null. Lass dich nochmal bitte rechnen. Ich bin gerade doof. 6 plus 5 sind 11. Plus 3. Plus 4. Die 4. Oh ja, die 4. Also 6 und 5. Nach 3 kommt 2 und 1. So, hä? Ja, aber dann so, oh scheiße, Alter. Boah, ich bin einfach so müde, Mann. Alter. Die 4, ja, die 4 kann man mal vergessen. Ja, das ist auch die unwichtigste Zahl von allen. Holy shit. Cut da draus hier. Aber die Serie soll ja auch ganz gut sein. Und ich gucke die deswegen, also die ist halt wirklich unterhaltsam. Aber ich gucke die deswegen nebenbei, während ich mit meiner Freundin Pokémon tausche. Pärchen Goals, ey. Ja, wir haben was gefunden, was uns beiden gefällt. Ja, wenn Sex nicht ist, wa? Wrecked, Junge! Peter hat sich auch schon mal einen gewichst, während Bram mit dem er Pfadfinder-Tour war. Ich darf das nicht so laut sagen. Hört vielleicht zu, der Peter. Hilfe, Hilfe, rettet mich. Kann man theoretisch so Sachen eingeben wie Scarlett Johansson nackt oder Julian Bam nackt von mir aus auch. Weißt du, dass du halt... Oh, ja, Peter. Die Passagiere zurückgelassen. Bullshit, da ist keiner mehr eingestiegen. Aha. Passagiere zurückgelassen. Wirklich, der ist einfach so... Ich so... so eine einzelne Träne. Elsa Eraser 2. Hatte sowas einer früher mal? Nee. Nein. Nee, Elsa nicht. Okay, damit haben alle eingeloggt. Warte kurz. 2, glaube ich. Wollen wir es mal ändern? So. Vielleicht. Okay. Also nicht mehr, ob das vergleichbar war. Ich glaube, der erste Teil kam auf dem C64. Ist er das Trader? Da willst du nicht hin. Warum soll der dich saven? Wo ist Christian? Der ist der andere. Sollte er mich saven, wenn der Trader ist? Jay schießt! Ja, weil Bram das gecallt hat! Ach so! Und wir hören auf Bram, weil... Nee, ich hab den gemacht. Herzlich willkommen zu... Kann Jay einen Satz formulieren oder nicht? Textedition. Und wie hat Jay das nicht überlebt? Jay hat vorher, wurde vorher noch von Sepp gemacht. Ich habe Sepp getötet von hier oben in der Sniper Rifle und ich glaube, dass Sepp es war, weil der nicht mehrfach auf mich geschossen hätte, wenn er nicht Trader gewesen wäre. Er hat einmal zurückgeschossen, da fand ich es auch okay, aber dann hat er mehrfach hier hochgeschossen. Da dachte ich mir so, warum soll er das tun? Es ist aber niemand explodiert. Das ist ein Indiz, was dagegen spricht. Ja, da stehen liegen das zwei stimmt. Leichen confirmed auf dem. Was dagegen spricht. Ja, da stehen liegen zwei Leichen confirmed. Ja, deswegen weiß der, wie man das machen muss. Ich kann eine richtig geheime Geschichte erzählen, ja. Aber eigentlich müsst ihr die Peter auch hören. Ja, ich höre die auch. Ich weiß gar nicht, wie so geheim ist. Zugemacht, die Otzen. Pass auf. Ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass ich vor, ich weiß gar nicht, wann das war, vor einem halben Jahr oder so was, Punica im Angebot war. Okay, ja. Und? Jetzt kommt das, okay. Punica, Flaschen. Haben ja eine vergrößerte Öffnung. Hast du reingeschissen, oder? Auf dem Fortnite-Stand? Nein, dann habe ich das weggeworfen. Ich weiß gar nicht, wie eine Punika-Flasche aussieht, ehrlich gesagt. Ja, dann check das mal. Okay, ich check mal kurz auf so eine Glasflasche. Aber okay. Nichtsdestotrotz
hatte ich die im Auto liegen und ich stand im Stau und musste Hammer pissen. Nicht dein Ernst. Und ich habe tatsächlich in eine Punika-Flasche gepisst. Oh mein Gott! Weil ich so dringend muss. Ja, was soll ich mal, soll ich in die Hose pissen? Das Schlimme, das Allerschlimmste allerdings daran war. Wie ausschwimmst das bitte? Das Schlimmste ist allerdings, dass die Flasche nicht ganz leer war. Das heißt, ich musste das erst nochmal auftrinken, weil ich das nicht wegschütten wollte. Weißt du, dass du dann noch die Grenze ziehst, wenn du schon in deinem Auto in eine Punika-Flasche pisst, dass du trotzdem nicht willst, dass da noch ein Schluck Punika drin bleibt und ja, dann erst auftrinken musst. Ey, ohne Scheiß, stell dir mal vor, du hättest wirklich nur eine Standardflasche gehabt, da passt der Dödel ja nicht rein. Ja, wirklich. Stell dir das mal vor, du sitzt. Weißt du, was du dann machst, Auto? Du lässt den Wagen stehen, steigst kurz aus, gehst an den Seitenstreifen. Das war aber. Nee. Das war so stockender Verkehr. Ja, okay, dann fährst du einfach so auf den Seitenstreifen und pisst da kurz hin. Peter, das ist, glaube ich, straßenverkehrstechnisch nicht erlaubt. Das ist schon krass. Das ist schon interessant gewesen, aber. Ich bin ziemlich fett. Jeder Antwort finde ich mega. Find geil, hammergeil. Kein Radar? Doch, aber du rennst ja trotzdem die ganze Zeit, da bringt dir mir nichts. Das stimmt, versuch's zumindest. Belebe ich halt einfach. Wieder. Das kann doch jetzt wahr sein. Tschüss, Frosty. Hey, Frosty. Hey, Sepp, du hast gerade deinen Kumpel umgebracht. Hey, Alter, Bram, warum bringst du den Sepp wieder, Alter? Ich hab den falsch. Du hast den falsch. Ihr lagt nebeneinander, ey. Guck mal, das ist das. Ich war gerade noch schön am Chillen und dachte so, shit, jetzt muss ich wieder in Action. Nee, ohne Spaß. Ich hab so, okay, da liegt's schnell und dann gehst du dahin. Dann hab ich halt angefangen zu defibrillieren. Und dann... Alle meine Bildschirme wackeln wieder, das ist aber kein Problem, der Einsatz ist da. Einsatz. Alter! Oh! Sekt, Junge! Da ist Alter, der Strike! Alter, die Kraft! Oh, was ist denn jetzt hier? Das ist der Strike. Das ist ein Strike, ja. Alter, mit der Kraft von Sebastian. Nieser hab ich den Strike geschafft. Das war einfach das übelste Seppjö. Sie können nicht schießen. Was? Bist du dumm? Der ist an mir vorbeigelaufen und ich hab ihn erschossen. Wer lebt noch? Der Chris und der Doc ist an mir vorbeigelaufen. Der wurde wieder belebt. Der war schon ganz schön stark von mir. Vielen Dank, Peter. Please. Just pull me up, come on. Ich tötete Mufasa. Gibt's eigentlich sowas? Wir machen es eh nicht so gut. Was sagt denn die Zone? Wir müssen zur Firing. Oh! Glaubt ihr, ich könnte dem das Ding zurückgeben und dem dann wirklich in den Kopf schießen? Oh, das war knapp, Christian, oh, Alter. Oh Gott, Alter. Das war wieder zu feste. Alter!
Ab ins Loch mustert. Ey, das gibt's doch nicht. Das war genau. Ich bin sofort durch mit meinen Schlägen. Ich hab's geschafft. Werde. Ich bin drin. Oh, mit Rad. Ich dachte, du kommst nicht rein, Dardosch. Hast du ja, das hat, ja, Übung macht den Meister. Oh, immer knapp. Oh. Ja, und ich hau mal gegen die Kante. Entweder oben oder unten. Ja. Crygasm. What the fuck? I don't know. Run, boy, run. Entschuldigung. Okay. Ich speichere wieder meine 5 Minuten. Ist gerade. Die alle 3 Minuten hat Lara 5 Das ist kein Problem, das hat unsere Hündin. Die 5 Minuten gehen meistens so eine Stunde lang. Lol, was? Ich glaube, er hat dich gerade Bitch genannt. Was? Nein! Ich wollte einfach nur sagen, ich kenne diese Situation. Das war ungeil, Bram. Ich will auch mal sagen, oh, Scheiße, das war richtig. Oh Gott, da kommt eine Bombe geflogen! Oh, die hat mich geflogen. Alter! Diddly Doodle! LOL! Ja. Diddly Doodle! Das ist auch echt so Flanders, weißt du das? Mann, ich hab Shiddly Doodle gesagt, ja? Also hier. Diddly Doodle, glaub ich. Das ist krass. Ja. Nein, jetzt werd ich durchgereicht. Ach, ey, tut mir leid, ich war ein Hurensohn, ey. Viel mehr, ich meine, ich hab ja echt nichts gegen Schwule, aber viel mehr Gay konnte nicht klingen, ja? Diddly Doodle! Mann, ich hab Shiddly Doodle! Ja, jetzt reißt doch alles aus dem Kontext. Ram, ey. Das letzte Mal, wo ich sowas gehört habe, hat Hardy so belend gesagt. Peter Smits war heller von Sinn. Als Zirkusdirektor und Diktator hat er Hallen gefüllt. Doch heute ist er ein Wasserkocher. Und er ist dabei herauszufinden, dass es härter ist, ein Wasserkocher zu sein, als es aussieht. Überhol den und zieh den in die Stacheln rein. Starkes das ist ein Hack an der starkes, Sache. Starker Teil, ja, sehr schön. Jetzt beide die Eisfalle. Beide schießen sich gegen die Eisfalle nicht ins Gesicht. Jetzt der Speed und die Schnelle nach oben. Peter springt, Peter weiß nicht, wie der Sprung ist. Ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wer hätte 30 Seconds to Mars. Hä, hey, man braucht doch länger bis zum Mars. Die waren, glaube ich, da. Ich weiß es nicht. Boah, ich glaube, ich muss scheißen. Was? Achso, scheiße, Lara ist auch da. So, jetzt können wir unseren Charakter erstellen. Das ist natürlich so eine Sache, da können wir sehr viel Quatsch machen. Ich habe einen Prominenten gebastelt. Hast du Peter gemacht? Richtig. Da, guck mal. Da sind die Peterbäckchen auf jeden Fall schon mal am Start. Gut, dass Peter im Bett ist, der kann es nicht zu. Aber Peter hat auch nicht so ein großes Kind. Peter hat eher so. Okay, also machen wir jetzt daraus. Wir basteln Peter und der Chat muss abstimmen, wer am besten den Peter nachgebaut hat. Oder wer trifft Peter am besten? Ne? Okay, Peter hat. Ey Leute, kennt ihr schon das neue Format? So. Peter rennt. Ich bin gleich da. Oh. Ich hoffe, Peter sieht das niemals, ansonsten kriegen wir alle. Machen daraus morgen Best of. Da ist Jay. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Ja, ich bin Zukunftsfeder. What the fuck, Alter? Weißt du, was der Beste ist, was auf mich geht? Und mein Felsen nicht ein. Das ist mein Felsen. Tut so weh! Oh, die sind alle unsichtbar. Ja, aber erstmal richtig weg. Alles klar, der arme Typ! Oh, wer mit allen Leute? What the fuck? Oh, Mann, ja. Hey, oh, warte mal. Pferd, komm hier hin. Profi. Seit wann hat man denn eine Minute Zeit? Ist das neu? Aufgestellt, glaube ich. Er ist mit Perwoll gewaschen. So macht man Witze. So, als wenn hier ein Bauer gerade sein Pferd, ach, sein Feld bestellen würde oder so. Wieso bestellt denn der ein Pferd? Der hat doch schon eins. Was sitzt in der Ecke und klappert? Klapperstrauß. Pinocchio beim Ornanieren. Alles klar. Fleiß! Könnte aber auch Fleiß, japanisch sein für Surprise. Gehen wir in die letzte Runde. 15, 17. Boah, also jetzt kann jeder noch gewinnen, außer Peter. 17 für Jay, 16 für Sepp. Spannend. Jay. Fuck you! Ich hab doch gedrückt! Finale Fantasie Nummer 7! Wer feiert's?
keine Ahnung, ist mir scheißegal. Das ist auch voll. Okay, ist leider falsch. 3, 2, 1, 2. Fuck! Oh mein fucking Gott! Ich glaube, das feiert Sven. Möchtest du mir sagen, was für ein Spiel das ist? Nee. Möchtest du mir nicht sagen? Dann ist die Frage damit geschlossen. Sven ist richtig. Mikkel und Philipp würden es auch noch feiern. Und ich setze die rote Rakete ein. Ah, wobei, das ist ja auch fast egal. Möchtest du Sepp noch ein Item einsetzen? Ja, die rote Rakete auf Jay. Fick dich, Rakete. Ja, dann nutzt Jay den Raketenschild, den er hat. Und das merke ich mir für die nächste Folge. Die nächste Folge bei dem Feiern fick ich deinen Arsch. Ich glaube, der Jonathan ist auf dem Klo. Lass mal eben auf Klo einbrechen. Wo ist der denn? Jay, mach mal Piep. Er ist okay für mich, wenn du auf mir drauf rumsitzt. Ist ja. Okay. Das gefällt mir, du bist warm. Das freut mich. Freut mich sehr. So, ich habe Sepp gegessen, möchte ich mal ganz kurz sagen. Leute, ich bin in dir drin. Und war. Das ist noch wärmer. Ja. Aua, das war echt eine Bombe? Ein bisschen. Was war das? Da, Strohhalm rein, Mund an den Strohhalm. Ach so, Strohhalm, okay. So. Und jetzt muss ich, wie viel muss ich weghaben? 67. Das heißt, ich muss auf 124 sein, ja? 133. 177, ach 177, ich habe 176 gerechnet. Du musst... 76. 67. Ja, 67 sind 33, das ist richtig. 67 musst 133. Ja, aber auf der Waage steht nachher minus 67. Das kann doch schlimmer werden. Wie steht da minus 67? Weil die Waage auf 0 genullt ist. Ah, aber ich will das auf 133 das runter. Im Glas sind da noch 133 drin. Ja, okay. Drin. Was ist denn mit dem Zeug, was hier drin ist? Ach, Stefan. Strohhalm. Das wird nachher noch mitgezählt. Der Strohhalm bleibt nämlich da drin. Die DNA wegteleportiert. Peter, da! Peter? Peter kann nicht, Jay. Aber Jay ist tot. Der liegt neben seiner Leiche. Also, ja. Ja, Peter. Aber Peter liegt hier. Also, das geht nicht. Aber sehr erfolgreich sein. Bei Epic ist einfach direkt von Anfang an, ey, du machst das Spiel bei uns am Store. 88%. Flammenfaust, Dragon Ball, Kamikaze. Man, Dragon Stoß? Ball schießt doch jetzt so ein Feuerball vorne, nach vorne. Die Flammenfaust. Aber der geht ja fast nicht von kaputt. Knockout. Das ist aber gleich erst benutzbar. Ja. Stark. Stark. Das war schon sehr enttäuschend. Stark. Das war auf einer ganzen Linie war das belastend. Das ist aber gut zu wissen, der dann über Fässer geht. Ich glaube, der falsche Dadosch ist Schakal. Ja, und Schakal. Also oh shit, Alter! Oh oh. Ja, das kann doch nur Sepp sein. Ja, nein, nur weil meine Items benutzt. Case closed, das ist Sepp. Oh! Alles klar. Ein Beruf aus dem Mittelalter. Miet. Zum Date würde ich hier hingehen. McDonald's. Nenn mir eine weiche Süßigkeit. Schokolade. Oh. Okay, ja, die zähle ich noch. Geh ich ja immer so langsam vor, muss ja parallel schreiben. Alter! Das war schon nice, sag ich mal. Ein paar Sekunden später. Antwort 4. Zum Date würde ich hier hingehen. McDonald's? Und Kaffee. Alter. Ich kann dir erzählen. Und nimm mir eine weiche Süßigkeit, eine Schokolade. What the fuck, Alter? Okay, ich muss mich kurz erklären, ja? Ich wollte Restaurant sagen, aber mir ist keins eingefallen, also habe ich das Größte genommen, was mir eingefallen ist. Sag doch einfach Restaurant. Das ist mir danach auch eingefallen. Aber dann hat es uns schon gesagt, wa? Genau. Ich sag mal so, wie das ist, ja. Das ist nicht so snob-like jetzt. So macht man Witze. Das ist echt toll, dass hier immer diese kleinen Pinöppel da rausgucken. Ja, ist spitzenmäßig. Oh, Peter, ey! Der war schon nicht schlecht, oder? Was ich schon hier habe, ist Agent Ion 40. Sepp, ich weiß, die große Peter. Anaconda ist schwerer, weil die habe ich in meiner Hose. Oh. So macht man Witze! Yeah.
Also ich muss sagen, auf Peter will ich nicht nein. Murat, was ein Spektakel! Schnapsidee entstanden. Und wir haben super viele Schnapsideen. So, Felix, war so nett, mich da nochmal mitzunehmen. Von 70.